Ich habe vor wenigen Stunden ein Video hochgeladen, wo ich darüber berichte, dass einer der ersten Drogen-YouTuber, Velcro, verstorben ist. Und wenn man so ein Video macht, da fragt man sich natürlich, ist es überhaupt cool, so ein Video zu machen über eine verstorbene Person? Was sagen da die Angehörigen dazu? Man wägt dann immer ab. Ich habe mich dann dafür entschieden, dass es wahrscheinlich cool für die Angehörigen ist, weil ich mir dachte, wenn man durch diese Story vielleicht jemanden anders davon abhalten kann, sich mit Drogen überzudosieren, dann finden die das hoffentlich gut. Bei so einem Fall ist es besonders interessant, sich dann nochmal die ersten Videos der Person anzuschauen, um zu sehen, wie die Person da noch anders gedacht hat und wie sie sich da sicher war, nicht abhängig zu werden. Es gibt bestimmt viele Zuschauer, die kurz davor sind, eine Sucht zu entwickeln, ohne es zu wissen. Und wenn die dann hören, wie Velcro gedacht hat, als er noch dachte, dass er gar nicht abhängig werden wird, denken die sich dann vielleicht, oh shit, der hat am Anfang genauso gedacht, wie ich jetzt gerade denke. Inzwischen hat mir der Bruder von Velcro geschrieben und der hat mir auch bestätigen können, dass er auch wirklich der Bruder ist, indem er mir die Todesurkunde von Velcro zugeschickt hat. Und der hat mir gerade mitgeteilt, dass seine Familie gerade dabei ist, all seine Auftritte aus dem Internet zu löschen. Der Bruder bat mich daher auch darum, dass ich mein Video über ihn runternehme. Ich habe ja in dem Video auch Velcros Gesicht gezeigt und sowas. Und diesen Wunsch musste ich natürlich respektieren. Das ist natürlich selbstverständlich. Ich kann es natürlich als Familie sehr verstehen, wenn man nicht so ein Andenken an den Sohn oder an den Bruder online haben will. Mein Video zu dem Fall ist jetzt nicht mehr öffentlich. Sie haben schon geschafft, den Instagram-Account von ihm gelöscht zu bekommen und sie arbeiten auch gerade daran, dass sie den YouTube-Account gelöscht bekommen. Ich versuche ihnen auch gerade dabei ein bisschen zu helfen, weil es wirklich sehr schwierig ist, sich mit Leuten von YouTube in Verbindung zu setzen. Ich habe mit dem Bruder schon abgesprochen, dass ich dieses Video hier noch machen kann. Hier werde ich allerdings null ins Detail gehen. Also aber nimmt das einzige Detail, was ich in diesem Video hier reveale, also dass er gestorben ist, zumindest als Warnung, dass Drogenkonsum auch sehr böse enden kann. Aber es gibt noch eine andere Sache, die ich unbedingt noch in Bezug auf das letzte Video erwähnen muss. Und zwar sage ich noch so am Rande, dass wohl auch alles danach scheint, dass auch der Drogen-YouTuber Black Sheep gestorben ist. Mit dem habe ich vorher telefoniert und der lebt auf jeden Fall noch. Und ich bin ihm wirklich sehr dankbar, dass er mir absolut nicht böse ist, dass ich das im letzten Video verbreitet habe. Das war halt irgendwie auch ein Gerücht, das umging. Es wurde in einem Livestream behauptet und ich habe es auch in Kommentaren gelesen. Das Problem ist, wenn man die Leute jetzt nicht direkt kennt, also nicht in deren direkten Freundeskreis ist, man eigentlich nur immer als einzigen Beleg hat, dass irgendwelche Leute das sagen, dass er gestorben ist. Es gibt ja da auch keine Zeitungsartikel dazu oder so. Dass es im Fall von Velcro gestimmt hat, weiß ich jetzt zu 100%, weil ich habe ja jetzt die Todesurkunde gesehen, aber bei Black Sheep hat es zum Glück nicht gestimmt. Tut mir auf jeden Fall wirklich nochmal sehr leid, dass ich das verbreitet habe. Falls nochmal so ein Fall passiert, werde ich auf jeden Fall alles geben, direkt Kontakt mit irgendwelchen Angehörigen zu bekommen, damit ich das auch wirklich konfirmen kann. Als Wiedergutmachung habe ich hier den Kanal von Black Sheep verlinkt. Der freut sich sehr über Abos. Bis zum nächsten Video. Auf Wiederhören.